Heute spreche ich über eine Bank, die über die sonst fast nie gesprochen wird und trotzdem ist es eine der größten US-Banken. Und noch ein Punkt vorweg: Ich bin absolut begeistert von dieser Bank. Also von daher ist es jetzt nicht unbedingt eine unabhängige Meinung und Analyse, sondern ich sage, so unterbewertet wie BNY Mellon gibt es kaum eine Bank momentan. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Bankenanalyse hier bei Marxen Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen. Zusammen mit meinem Bruder betreibe ich diesen YouTube-Kanal und heute schaue ich mir BNY Mellon an, also der Custodian Banking-Gigant praktisch der Welt. Wie immer, es ist keine Anlagesteuer- oder Investmentberatung hier, keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Bildet euch bitte eure eigene Meinung, seid euch dem Risiko bewusst. Und insbesondere dieses Video spiegelt natürlich meine persönliche Meinung wider. Und wie gesagt, ich bin mit einer mittelgroßen Position jetzt schon in Bank of New York seit einigen Wochen dabei und habe noch einige Put-Optionen auf Bank of New York Mellon geschrieben. Das heißt, es könnte sein, dass es in naher Zukunft zu meiner größten Bankenposition werden wird. Und damit herzlich willkommen. Und wie gesagt, ich glaube, es könnte vielleicht interessant sein, weil sich sonst, glaube ich, fast niemand Bank of New York Mellon ansieht. Ja, Sitz ist in New York, wie es der Name auch schon sagt. In Delaware ist es aber letztendlich eine Delaware Company. 382 Milliarden an Bilanzsumme, was ja relativ klein ist, aber man ist Custodian von über 30 Billionen. Mitarbeiter sind 48.400, Nettoumsatz 16,4 Milliarden US-Dollar. Der Geschäftsbericht hat so 212 Seiten, also zumindest ein Geschäftsbericht von 2019 gibt er da sehr unterschiedliche Filings. Es werden Quarterly Reports rausgegeben. Financial Plan war mir nicht ganz klar, und Derivate sind nicht besonders hoch. Mit 1,2 Billionen US-Dollar hält es sich noch im Rahmen. Ja, Bank of New York Mellon hat einige sehr imposante Gebäude, wo sie ansässig sind. Und man ist vor allem in den USA tätig, aber eben auch in anderen Ländern weltweit, wo man Custodian Banking angeht. USA, ja gut, viel sage ich nicht mehr dazu. Ein sehr reiches Land. Links ist irgendwas falsch. Also ich glaube, das ist Brasilien oder so, was da links da steht. Das sieht falsch aus. Nee, ist doch richtig. 62.000 US-Dollar pro Einwohner BIP, sehr ausgewogene Wirtschaftsstruktur, hat natürlich ein Außenhandelsdefizit, Bankkredite sind nicht zu hoch, auch die Zweigstellen sind runtergegangen. Aber diese ganzen Punkte sind wichtig fürs Bankensystem, aber eben nicht wichtig für BNY Mellon. Denn wenn wir uns das ansehen, BNY Mellon macht ja Custody Banking und hat dort einen riesigen Marktanteil weltweit. In den USA gibt es eigene, oder generell, wenn man über ETFs nachdenkt, kommt einem direkt BlackRock in den Kopf. Wenn man über Investment Banking nachdenkt, hat man direkt Goldman Sachs im Kopf. Und wenn man über Custody Banking nachdenkt, dann hat man direkt BNY Mellon im Kopf. Und ansonsten gibt es eigentlich nur als direkter Wettbewerber State Street, aber indirekt oder auch natürlich JP Morgan, Citi, BNP Paribas, die haben aber natürlich noch viele, viele andere Bereiche und BNY Mellon und State Street haben sich wirklich darauf konzentriert. Ja, hier sieht man es auch nochmal so ein bisschen, also wirklich diese vier hier dominieren den US-Markt. Und vom Geschäftsmodell, hier sieht man es ja auch wieder, Asset Servicing. Was kann man darunter verstehen? Naja, also es ist ein Unterschied zwischen Asset Under Management, sowas macht ja auch, ja, ich sag mal, die UBS, die Credit Suisse, Bank of America und so weiter. Die machen ja alle Asset Under Management, wo sie selbst dann praktisch für Kunden Assets anlegen. Custody Banking heißt eher so, dass die Assets gehalten werden im Namen der Kunden und die Kunden treffen selbst die Anlageentscheidungen. Custody Banking oder in diesem ganzen Bereich BNY Mellon, viele von uns kennen ja so ADRs, American Depository Receipts, wo praktisch internationale Aktien umgewandelt werden in solche praktisch aktienähnliche Zertifikate, die in USA an der Börse dann gehandelt werden.
Und BNY Mellon ist eben eine dieser führenden Banken, die solche ADRs letztendlich hervorbringt oder zum Leben erweckt. Ja, Position im Markt, wie gesagt, hatten wir ja schon angesprochen, ist die Nummer 1 in diesem Markt. Kundenzufriedenheit, soweit ich das beurteilen kann, ist sehr gut, aber ist natürlich schwer zu beurteilen, weil geht hier natürlich in Bereiche, wo man eigentlich nur zwischen Investment Banking und sehr, sehr großen Fondsunternehmen und so. Und man muss natürlich sagen, was das Geschäftsmodell angeht, es ist sehr niedrige Margen, also entweder ähnlich wie beim ETF-Geschäft. Also von daher kann man es schon ein bisschen auch mit BlackRock vergleichen, auch wenn es, wie gesagt, ETF und Custody Banking was anderes ist. Management, hier gibt es einen Interim-CEO im Moment. Früher war es ja Charles Scharf, der ja jetzt zu Wells Fargo gewechselt ist. Jetzt hier Todd Gibbons. Ich halte sehr viel von ihm. Also ich habe also sehr, sehr wenig gefunden über ihn online. Er ist schon lange, lange im Banking und lange in BNY Mellon und kennt sich sehr gut auch mit Risikomanagement aus. Hört sich für mich nach einem sehr, ja, zurückhaltenden, guten CEO an. Und man kann sich auch ein bisschen was anhören in den ganzen Präsentationen und so. Da kommt er zu Wort. Aber ansonsten scheint es bisher eher zurückhaltend zu sein. Ich fände es gar nicht schlecht, wenn er jetzt weitermacht als CEO. Von der Technologie versucht BNY Mellon sehr stark in Technologie zu investieren, denn wie gesagt, es ist ja ein extremst großes Geschäft. Man muss mit Billionen an Dollar hantieren und gleichzeitig sind die Margen extrem klein. Und jetzt hier die Übersicht über die einzelnen Punkte. Das Wachstum ist ziemlich groß, denn das Wachstum von Custody Banking ist sogar noch stärker als das Wachstum von der Finanzindustrie insgesamt. Also schon ein relativ hohes Wachstum, aber eben ein Wachstum, was nicht gefährlich ist, weil hier eben nicht so viele neue Kredite ausgegeben werden, sondern praktisch nur für Kunden werden Wertpapiere ja, betreut, nenne ich es mal. Die Nettozinsmarge ist daher uninteressant, weil es eben nicht dieses typische Banking-Modell hat. Return on Equity Ende 2019 war bei so etwa 11,4%. Cost-Income-Ratio etwas hoch mit 65%, aber extrem viele Equity im Vergleich zu den Total Assets von so 12%. Also extrem viel Equity zu Total Assets und trotzdem eine hohe Eigenkapitalrendite. Ja, Non-Performing Loans, dadurch, wie gesagt, dass man keinen so riesen Loanbook hat, ist das extrem wenig, also kein Problem. Coverage ist auch okay. CET1-Ratio ist so bei 12,5%, also auch okay. Und die Liquiditätszahl ist auch okay. Und die Portfolioqualität, wie gesagt, man hat als Kunden eben nicht irgendwie den Friseurladen von nebenan, der jetzt unter Corona leidet, sondern fast nur eben große Banken, Staatsfonds, riesige internationale Fonds und so weiter und hat hier eher ein Business, was so eine Art Subscription-Charakter hat. Und auch von der Profitabilität. Bilanzsumme geteilt durch Mitarbeiter hat hier etwa das 125-fache des GDP pro Person in den USA. Das ist für mich ja, ein wichtiger Maßstab. Die Nettoumsätze pro Mitarbeiter sind so das 5,5-fache des GDP. Personalaufwand ist okay, also 36,5% macht Personalaufwand geteilt durch die Nettoumsätze aus. Und natürlich, okay, das Personal verdient insgesamt oder geht etwas mehr an Personalkosten drauf als an Profite letztendlich für die Aktionäre, aber das ist noch irgendwo im Rahmen. Also circa über 4 Milliarden an Profiten im Jahr 2019 und etwas über 6 Milliarden an Personalaufwand. Und CEO Pay, ja, kann man jetzt auch wenig zu sagen, denn es ist ja jetzt dieser Interim CEO an Bord. Die Bewertung war schon relativ gut Ende 2019 und ist jetzt sogar noch besser. Graham Multiple, also KGV mal KBV, ist deutlich unter 10. Die Dividendenrendite deutlich höher. Und jetzt muss ich sagen, Graham Multiple ist deutlich unter 5. Das KGV liegt im Moment so bei 7. Dividendenrendite so bei 3,7%. Und BNY Mellon hat in der Vergangenheit sehr, sehr viele Aktien selbst zurückgekauft. Also auch das finde ich sehr wichtig. Neben der Dividendenrendite hat man extrem viel Geld an die Aktionäre durch Rückkäufe zurückgegeben. Und wie gesagt, meine persönliche Meinung, da könnt ihr ja auch anderer Meinung sein, das ist okay. Für mich ist es eine der günstigsten Banken überhaupt.
Ja, was sind die besonderen Variablen? Ja, was so Währung und Konjunktur angeht, nicht so viel. Ja, die Politik ist natürlich abhängig, dass die USA weiterhin so der Markt an sich bleiben und sehr viele internationale Aktien dort als ADR gehandelt werden. Sollte das nicht mehr der Fall sein, dann kommt natürlich auch so eine Bank wie BNY Mellon ein bisschen in die Bredouille, wenn sich sowas verschiebt, zum Beispiel sehr viel nach London oder nach Hongkong, dann wird BNY nicht mehr so stark von profitieren. Ansonsten Rohstoffe spielt keine Rolle, Technologie ist natürlich eher eine Stärke. Steuern in den USA spielen dagegen natürlich schon eine Rolle und könnten das Ganze nochmal beeinflussen. Ja, Update, zweites Quartal 2020, Return on Equity in dieser schwierigen Zeit trotzdem 9,4%. Return on I think that's tangible common equity, ROTCE, 18,5%, unglaublich gut. 0,3 Milliarden wurden an Aktionäre durch Dividenden schon zurückgegeben. Die Dividenden werden häufig jährlich erhöht, wird auch sehr sicher, sind, die Dividenden sind sehr sicher. Man hat im Moment, glaube ich, keine Aktienrückkäufe, aber ich glaube, im nächsten Jahr wird das auch wieder losgehen mit Aktienrückkäufen. Ja, und man macht immerhin sehr gute Gewinne. Vielleicht sind sie ja etwas zurückgekommen, wie man unten sieht, Vorsteuergewinn hier von so 1,285 Milliarden auf 1,181 Milliarden, etwas zurückgegangen, ja, aber trotzdem noch sehr, sehr hohe Margen, sehr hohe Gewinne und ja, ein hochprofitables Business. Man macht ein bisschen traditionelles Banking, aber dadurch, dass man eben keine normale Bank ist, sondern eben im Asset Management ist, ist es sowieso was anderes. Also man ist schon sehr digital aufgestellt. Fazit und Entscheidung. Ein ganz klarer Market Leader, also sowas wie S&P und Moody's bei den Bewertungen. So ist es hier auch. Es gibt State Street und BNY Mellon und unter ferner liefen kommt dann irgendwann JP Morgan, Citi, BNP Paribas und so weiter. Aber BNY Mellon ist hier klarer Market Leader. Es ist extrem günstig bewertet mit einem KGV um die 7, mit einer Dividendenrendite von 3,7%. Die haben sehr, sehr viele Aktien zurückgekauft. Oft 3%, 4% der Aktien jährlich zurückgekauft. Und ein Buchwert, Preis-Buchwert, was auch historisch gesehen sehr, sehr günstig ist, ist ein verständliches Business, aber man muss natürlich sagen, es ist ein Business, was auch stark durch Konkurrenz geprägt wird und es werden ja, also es wird immer weniger, was es kosten darf. Also es ist sehr unter Kostendruck. Aber es ist eine Art Subscription-Business und man ändert nicht schnell so eine Bank, mit der man in diesem Bereich zusammenarbeitet. Es ist stark unterbewertet. Und seit kurzem habe ich hier eine mittelgroße Position schon. Ich habe einige auch Puts zusätzlich drauf geschrieben. Das heißt, es könnte jetzt meine größte Position im Bankenbereich werden. Und im Moment, ja, bei 33, 32 Dollar die Aktie bin ich auch am Überlegen und möchte euch einfach mitnehmen auf diese Überlegung, diese Position in BNY Mellon weiter auszubauen. Ja, wer investiert noch von euch in BNY Mellon? Was denkt ihr über diese Bank und diese Branche? Oder seid ihr vielleicht in State Street investiert, was relativ ähnlich ist? Ich freue mich auf eure Antworten und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao, euer Philipp.